Der große Kriminalfall des Pokémon TCG aus dem Jahr 2020, 2021. This factory line worker stole $1 million worth of hits. What I'm about to show you could be the biggest scandal in modern Pokémon card history. Pokémon community is in absolute uproar over this picture that was seen on someone's local Facebook group. Allegedly, a printing company worker stole the hits off a line and tried to offload them at a local game store. Wie ihr seht, haben wir hier weitere Informationen bezüglich gestohlener Karten, ein Haufen von Mew-Karten, das sind locker 1000 Stück, jetzt sogar 2000 Stück. In diesem Ausmaß wurden noch andere Karten gestohlen. Die Leute sind sehr böse, hier im Kommentar, stop acting like this is cool. Das ist absolut nicht cool. Die Antwort darauf ist okay. Und da ist ein Kommentar, der schreibt hier, auch wenn das nicht dein Video sein mag, scheiße wie das hier zerstört das Pokémon-Hobby. Er findet es nicht gut, dass sowas promoted wird. Also sehr, sehr negative Kommentare. Und dann kann man hier einige besorgniserregende Kommentare von euch, der Community. Also wenn da die Pullraten höher sein sollten, könnte ich mir vorstellen, dass der Herr eventuell bei Evolving Skies auch zugeschlagen hat. Oder ab dem Set auf den Geschmack gekommen ist. Weiß ich nicht, aber eine krasse Sache. Danke für die Infos, Traxer. Clint Eastwood hat geschrieben, oh weh, die Fusion Strike Displays haben mir in der Sammlung noch gefehlt, zum Glück habe ich sie nicht gekauft. Pokelos schreibt, wenn das stimmt, wäre es heftig. Ich selber habe 5 Altered Arts in 6 Displays, von daher hatte ich wohl das richtige Händchen. Dann gab es hier Ahmed, der war ein bisschen skeptischer, dachte, dass die einfach gekauft worden sind von jemandem. Und dann haben wir hier die Jasmin Schröter, die schreibt, ich habe mich auch schon gewundert bei meinen Boostern, die ich gekauft habe, echt krass. Ace McCoy, das erklärt einiges. Und bezüglich des Reprints wurde hier auch von der ultimativen Täuschung gesprochen, wie von Chizolit. Man muss halt auch mal sagen, dass die Person, die das Ganze gestohlen hat, sich sehr dumm angestellt hat. Es ist nicht clever, wenn man gestohlene Ware hat in diesem Ausmaß von ein paar hunderttausend Euro und damit zu einem Kartengeschäft geht und versucht, die ganzen Karten auf einmal zu verkaufen. Da muss man sich schon ein bisschen auf den Kopf greifen, weil das einfach extrem auffällig ist und wenn man Karten hat, die 200 Euro kosten und man hat sie 1000 Mal, sollte klar sein, dass man diese Dinge nicht einfach in ein Geschäft bringen kann. Ja, jeder Mensch mit Hausverstand, jeder Pokémon-Kartensammler würde das wissen, aber da möchte ich jetzt noch sagen, dass dieser Vorfall natürlich aufgefallen ist. Natürlich sind Vorfälle, wie ihr gesehen habt, bei Unseen Forces passiert. Das ist eines der teuersten Sets, wo quasi auch die Goldstar-Karten gestohlen worden sind und dadurch die einiges günstiger sind. Aber hey, man kann nie wissen. Vielleicht passiert sowas öfter. Nur wenn man es nur einmal aufdeckt, heißt das nicht, dass es nicht mehrfach passiert ist. Und gerade bei der Corona-Zeit, bei der Pandemie, wo überall so ein großes Chaos war mit Fabriken und was weiß ich was alles, dass die Fabriken quasi auf Hochtouren gelaufen sind und dass man keine Kapazitäten hatte, um noch mehr Karten zu printen, da ist das halt nicht ganz klar. Aber was ist jetzt genau passiert? Ja, man weiß jetzt, dass dieser Kriminalfall anscheinend 2022 geschlossen wurde. Die Pokémon Company hat Bescheid gewusst von dem Vorfall und hat gebeten, den Shop, der das Ganze quasi geleakt hat, geheim zu halten, damit die Pokémon Company in Ruhe den Fall ermitteln kann. Das ist Stand jetzt und wie es ausschaut, scheinen aber die Maschinen bei der Produktion, scheint es so, dass die Karten, die es hier gefehlt haben vom Diebstahl, angeblich haben die gestohlenen Karten keinen Einfluss auf die Pullraten gehabt, da anscheinend die Maschinen, wo das Ganze hergestellt wird, so konstruiert sind, dass, wie ihr hier seht, dass pro Bereich bestimmte Karten in die Booster hinein sortiert werden. Das kann sein, muss nicht sein, so scheint es jetzt aber zu stimmen. Natürlich ist die Wahrheit einer Sache nie sehr eindeutig. Man weiß nie, ob irgendwas manipuliert ist
Selbst wenn man auf Card Market Boosterboxen kauft, weiß man nicht, ob es manipuliert ist. Und in einem Pokémon Case findet man 6 Displays, man macht einen auf, man zieht zum Beispiel das nach Tara und verkauft die anderen 5 Boxen. Das ist ja eigentlich auch Betrug, der dann meistens nicht auffällt auf Card Market. So wie es aussieht, schenken wir der Pokémon Company den Glauben, ja, nachdem wir hier die Maschinen gesehen haben, dass das Ganze keinen Einfluss auf die Pullraten haben wird. Wir werden sicherlich noch ein Statement von der Pokémon Company bekommen, aber dieses Statement wird vermutlich noch etwas dauern oder vielleicht wird es nicht kommen, weil ihr wisst ja, dass die Pokémon Company auch ein Statement abgegeben hat zu dem Vorfall, wo ein minderjähriger Junge beim Turnier disqualifiziert worden ist, weil er quasi die falschen Pronomen verwendet hat bei der Ansprache oder er gelacht hat, ich weiß nicht genau, was da los war. Und ich denke eigentlich, dass das hier mit den Karten, mit den gestohlenen, eigentlich der größere Skandal ist. Und wenn hier keine Meldung kommt, wäre ich persönlich von der Pokémon Company enttäuscht. Aber gut, Freunde, das war jetzt hier ein kleines Update zu dem Vorfall, zu dem Kriminalfall. Und ja, haltet die Ohren steif und abonniert den Kanal, Freunde.